Muss ich deinen Anfang sagen? Ja, ich sag auch. Ich hab noch gewartet. Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier mit Barisch, aka GB Kollega, der uns endlich mal, nachdem wir tausendmal gefragt haben, sein Gravekeeper-Deck zeigt. Also heute lief es zwar nicht so gut, ich stand zuerst 3-1 und dann habe ich verloren gegen Burning Heaven Spieler. Der musste auf Deckton spielen, ich war im Kartenvorteil, Lebenspunktevorteil. Gegen was hast du alles heute gespielt? Eigentlich gegen jedes Metadeck einmal Necros, einmal Shadol, einmal Burning Abyss, einmal Settler, was wird noch? Einmal Infernoid und ein Cosmo. Cosmo. Ja, ich stand erst 3-1 und dann 3-3. Letzte Runde hatte ich keine Lust mehr, aber ich gebe euch mal jetzt Deck Profile. Also auf jeden Fall 3 Spy, das ist ein Muss, muss ich nichts erklären. 3 Anwerber, 3 Kommandant. Dann spiele ich einmal Schamane, das ist der Deckmaster, der ist viel zu stark. Cosmo kann keine neue Spielfeldzauberkarte aktivieren, Spielfeldzauberkarten können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Alle Monstereffekte im Friedhof werden negiert, außer Grabwächtermonster. Und er kriegt 200 Def für das Grabwächtermonster. Dann habe ich einmal den Schießer, einmal reicht. Der wird unterschätzt, Adliger, den könnte man sogar zweimal spielen. Wenn er durch Kampf zerstört wird, kannst du einfach zwei vom Deck spezial zerstören. Und dein Attentäter, der kommt über die ganzen Necros-Monster. Genau. Da würde ich nichts verändern, das ist immer safe. Dann kommen wir mal zu dem Fall. Ich dreimal wieder. Muss. Ich hatte heute leider nur einmal Lose One Turn aufsetzen, die würde ich zweimal spielen. Einmal Emptiness, ein Warning. TT auch sehr gut in dem Deck. Dann eine BTA, ein Mirror Force und Prism. Wie gesagt, hier fehlt nur eine Lose One Turn. Bei den Spells, heute habe ich die DM-Variante gespielt. Da stand ich schon gut, 5-1-1 Tag 1, aber Tag 2 habe ich on the bubble verloren. Dreimal Bot. Drei Abstarts. Zweimal Zauberstab. Hilft auch manchmal über größere Monster zu kommen, da hat Gravekeeper manchmal Probleme. Dreimal Teil der Toten muss in den Meta. Zweimal Stele, dann ein Book of Moon, ein Allure, ein Royal Tribute und da habe ich die Karte gespielt, die war nicht so gut, kam mal gut, mal schlecht. Geheimtipp von Kojiro Hyuga. Ja, war ein Tipp vom Teamkollegen. Ist immer, wenn ein Spieler eine Spezialbeschwörung macht, muss er eine Karte von seiner Hand entfernen und ich muss ihm jedem eine Endphase von 100 zahlen. Kam manchmal gut, manchmal schlecht. Aber auf jeden Fall anstatt der eine zweite Mission. Ja. Und hier würde ich noch irgendwas kicken für eine Raigeki. Raigeki ist auch eine Muskel. Das war's mit Deck. Beim Extra Deck fehlen auch einige Karten. Also die auf jeden Fall sicher drin sind, das ist einmal die Dweller, Exiton, ein Castell, ein Arc, Tokyo, Cowboy, Beetle, Rafael Tokyo, Tokyo Ray. Die ist auch gut, gegen Cyberdrache, gegen Cosmo, gegen Clifford. Das Deck hat nur gegen Clifford starke Probleme. Und die müssen eigentlich hier alle raus. Hier muss eigentlich Patrimonius rein, Diamond, Deltaros und der Asas. Ja, genau. Ja. Zeit war in Ordnung, also Großteil. 3 Space, brauchst du gegen Satella und sowas, gegen Clifford. Mein Side ist halt stark gegen Clifford, dreimal den Ogre, zweimal Cyber Dragon, dann gegen Shadol, zwei Diffusion reichen. Gegen Necros board ich zum Beispiel überhaupt nicht, da habe ich gar kein Wort, brauche ich gar nicht. Necros habe ich auch besiegt. Zwei Lichtspiegel, dann das tue ich nur wegen Yangzing rein. Und ein Dakon und eine Mirror Force. Das ist so, die kann man raus. Ja, das war's. Alles klar, wir mal liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao. Kannst du noch eine Pose machen müssen? Ja, ich hab noch nicht zu Ende gemacht, kannst du noch machen. Mit Ultimate Card kommt sie auch auf hier, auf das Logo hier.